Hallo Lina Drassen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind gerade noch in Thailand. Aktuell sind wir in Chiang Mai, aber wir reisen heute ab und fahren nach Bangkok. Und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit und zeige euch mal, was in meinem Rucksack drin ist, weil ich weiß, dass es viele von euch interessiert. Also ganz kurz zu den Fakten. Also wir sind als Familie gereist, zwei Erwachsene und eine Vierjährige. Und wir haben zwei Rucksäcke gehabt oder haben immer noch zwei Rucksäcke. Ich habe hier meinen. Ja, gute Frage. Wie heißt der denn eigentlich? Ein Osprey-Rucksack, 46 Liter. Und ich habe die Klamotten von Frieda und mir da drinne gehabt. Das Einzige, was Markus noch hatte, war die Waschtasche. Aber ich zeige euch jetzt erstmal alles. Ganz kurz zu meinem Rucksack. Ich finde, er hat sich bis jetzt wirklich gut gemacht. Allerdings kann ich sagen, dass mir viele Sachen, die mir vorher wichtig waren, überhaupt nicht mehr wichtig sind. Also ich habe am Anfang darauf geachtet, dass man so von außen noch hier eine Trinkflasche reinmachen kann und dies und das. Und dass man hier am Gürtel da noch eine Tasche hat. Aber das ist eigentlich für uns überhaupt nicht notwendig gewesen, weil wir tatsächlich die Rucksäcke eigentlich immer nur bis zum Auto geschleppt haben oder vom Bus zum nächsten Bus oder vom Bus zur Fähre. Also nie wirklich lange Strecken. Und ich habe versucht, immer den Rucksack so voll wie möglich zu pappen, damit mein Daypack halt nicht so voll ist, weil in meinem Daypack war noch mein Laptop mit drinne und die Drohne hatte ich immer dabei. Dann war mein Laptop, mein Rucksack eigentlich schon voll und ich hatte da immer meinen normalen Vierjährigen-Rucksack, den ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil ich würde dann nächstes Mal lieber einen Rucksack nehmen, wo mein Laptop ein bisschen besser geschützt ist. Aber heute soll es ja um den Inhalt von diesem Rucksack gehen und ich packe den jetzt zusammen mit euch. Ich habe hier unten das Fach eigentlich immer genutzt, um die dicken Sachen. Also ich habe noch einen Pullover habe ich bei und eine Strickjacke für die Frieda. Die waren immer hier unten drin, wenn wir sie nicht gebraucht haben. Genauso wie die Schuhe hier drin sind, die wir nicht brauchten. Ich habe jetzt noch ein paar Flipflops gekauft gehabt, aber ich glaube, die lasse ich hier, weil ich habe jetzt ein paar Flipflops und zwei Paar braucht man definitiv nicht. Hier sind die Flipflops von Frieda, die haben wir auch hier gekauft. Sie hat hier gelernt, da drin zu laufen. Und dann haben wir noch aus Deutschland mitgebracht gehabt, solche Sandalen, die sie aber wirklich gar nicht mehr getragen hat, weil sie eigentlich nur noch die Flipflops getragen hat. Und theoretisch würde ich sie hier lassen, wenn sie nicht so teuer gewesen wären. Genau, das ist hier unten drin. Und hier kommen dann auch noch meine Flipflops rein. Aber wir reisen heute Abend erst ab, deswegen packe ich jetzt noch nicht so heftig. So, mache ich das auf jeden Fall schon mal rein. Dann ein absolutes Must-Have, was sich sehr, sehr gut gemacht hat, sind diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber es sind so Päckchen, wo wir Klamotten reinmachen. Am Anfang hatte ich relativ viele Päckchen. Jetzt habe ich mich eigentlich auf die zwei großen beschränkt und papp die halt eigentlich richtig voll. Also das sind alle meine Sachen, die ich habe. Ich roll die Sachen und lege sie dann quasi hier rein und poppt die halt eigentlich auch richtig voll. Also ich habe jetzt halt noch einen zweiten mit meinen Badesachen, Unterwäsche und auch Friedas Unterwäsche ist hier drin. Aber einfach auch nur, dass es einfach separat gepackt ist, dass man nicht immer, wenn man das Ding auspackt, weil wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir eigentlich nur, also jetzt habe ich es gemacht, Markus hatte so seine andere Technik, dass ich die Dinge aufgemacht habe, den Deckel umgeklappt habe. Dadurch, dass alles gerollt war, konnte ich relativ gut und schnell sehen, was da drin ist. Und wenn wir Unterwäsche brauchten, BH oder Socken, wir brauchten nie Socken übrigens. Also ihr Leute, es reicht, wenn ihr locker ein paar Socken mitbringt. Das reicht. Ansonsten habe ich wirklich nur Kleider angezogen. Ich glaube, ich habe zwei lange Kleider. Also eins habe ich mitgebracht, eins habe ich noch gekauft. Und ansonsten, ich habe nur eine kurze Hose bei gehabt, zwei T-Shirts und ich glaube insgesamt vier Kleider, drei Kleider. Das hat komplett gereicht, wirklich. Also nehmt bloß nicht zu viel mit. Gerade so luftige Kleidchen und so findet ihr hier wirklich en masse und sehr, sehr günstig. Genau, das sind meine Klamotten. Die packe ich jetzt mal ein. Und ich empfehle euch, wenn ihr euren Rucksack packt, wirklich packt wirklich alles erst in den Rucksack, wenn ihr nichts mehr hier seht. Ja, also jetzt liegt hier überall noch so Krempel rum, aber wie gesagt, wir reisen heute Abend erst ab. Und wir haben zwei verschiedene. Also ich habe der schwarze Sack quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, Sack sage ich jetzt einfach mal. Und der weiße war von Frieda. Der ist nochmal einen Tacken größer. Und wir haben das online bei Amazon gekauft. Ich versuche euch, wenn ich es nicht vergesse, unten mal in der Beschreibung zu verlinken, weil es sind qualitative Unterschiede auf jeden Fall. Der weiße ist ein bisschen hochwertiger und war ein bisschen teurer und der schwarze war ein bisschen billiger. Empfehlen kann ich euch beide. Ich finde aber einfach von der, wie es sich anfühlt, von der Haptik, die weißen halt einfach ein bisschen schöner und ein bisschen übersichtlicher. Und die halten halt auch wirklich, wirklich. Ich habe die richtig vollgestopft. Wie gesagt, hier ist alles drin, was Frieda mitnimmt. Das hört sich das an, wenn da Geld drin ist. Für Frieda habe ich
auch überwiegend Kleider bei. Frieda hat auch eine einzige kurze Hose, weil sie halt total die Kleidträgerin ist. Ansonsten könnt ihr auch hier super viele Kleider kaufen, wirklich. Also packt bloß nicht zu viel ein. An Schlübis habe ich auch bloß 5 von uns beiden mitgenommen. Ansonsten habe ich UV-Kleidung natürlich dabei gehabt für die Frieda, die hier sehr gelitten hat, weil sie natürlich sehr, sehr viel draußen war, sehr viel baden war. Und den einen können wir auf jeden Fall entsorgen danach. Ganz wichtig ist, wir haben 3 Hüte dabei gehabt für die Frieda. Zwei oder einer. Eigentlich reicht einer. Ein Hut reicht. Man braucht nicht immer alles doppelt und dreifach. Also wenn ich das nächste Mal reisen würde mit ihr, würde ich auf jeden Fall auch darauf achten, dass die Frieda genug packt, ihre Sachen packt, weil es gab, glaube ich, so 2, 3 Sachen, die ich unterwegs jetzt aussortiert habe, die sie einfach gar nicht anziehen wollte, weil sie ihr einfach nicht gefallen haben. So. Dann haben wir eigentlich auch den größten Teil schon fertig und man sieht schon, der Rucksack füllt sich und ab jetzt, das sind die 2 größten Teile und ab jetzt wird alles so außenrum gestopft. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist meine Waschtasche. Ich habe die relativ günstig geschossen bei Amazon. Die ist von Jack Wolfskin und lässt sich ganz klein falten. So, wenn man nichts drin hat. Umso mehr man drin hat, umso dicker wird sie natürlich. Und ich zeige euch ganz kurz, was ich bei hatte und was ich wirklich immer gebraucht habe. Also was ich immer, also das habe ich mir in Thailand gekauft, benutzt habe, war so ein Kokosöl für die Haare, weil meine Haare sehr gelitten haben, wirklich sehr gelitten haben. Zwischen wegen dem Salzwasser, Chlorwasser, Sonne, dieses komische Wasser hier aus der Leitung. Da habe ich musste mir hier irgendwas holen. Aber warte, ich zeige euch erstmal das andere, weil das natürlich auch zur Waschtasche dazu gehört. Hier, ich hatte immer noch so ein Ding dabei, das war am Anfang viel, viel voller. Ich habe mir hier noch eine Kokosmaske gekauft, die ist jetzt auch schon fast leer. Und ein Behälter mit Shampoo. Ansonsten, ihr könnt auch hier wirklich viele kleine Tuben kaufen. Also nehmt nichts mit, ihr braucht das eigentlich nicht. Wirklich, weil ihr könnt hier alles super günstig kaufen, vor allem diese kleinen Flaschen. Dieses Umfüllen ist einfach totaler Rotz, wirklich. Also ich habe jetzt hier nur noch das, weil die anderen habe ich, das habe ich bei DM gekauft gehabt, so ein Set. Also wenn man jetzt unbedingt ein Shampoo möchte, was man nur von zu Hause mitbringen kann, dann ist es natürlich praktisch, sowas zu haben. Aber da reicht eigentlich auch 1 oder 2 Flaschen und man kauft dann hier nach, wenn man Bock hat. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich nur diese eine Flasche noch übrig behalten und wir haben hier immer Shampoo nachgekauft. Weil bei 2 Monaten, ganz ehrlich, Leute, so viel kannst du gar nicht mitschleppen. Genau. So, aber zu der anderen Tasche komme ich gleich noch. Ansonsten habe ich hier oben, das ist ganz praktisch, mein Schminkzeug beigehabt. Aber ich kann euch ganz ehrlich auch sagen, was ich tatsächlich davon ab und zu gebraucht habe. Und zwar finde ich es jetzt nicht. Moment. Also erstmal so hier, was ich alles bei hatte. Ja, ich hatte alles bei. Ich hatte alles dabei. Wirklich, ich hatte Wimperntusche und Lidschatten und dies und das und jenes dabei. Aber wirklich gebraucht, wenn ich wirklich mal Bock hatte, mich zu schminken, war eine Wimperntusche. Stellvertretend als Kajalstift. Das hier ist mein Kajalstift. Und ein Lipgloss. Das war's. Mehr mache ich hier nicht. Also mehr habe ich nicht gebraucht und mehr würde ich auch nicht nochmal mitnehmen, weil es einfach totaler Quatsch ist. Aber was ich wirklich häufig gebraucht habe, ist mein Deo-Roller. Der ist jetzt auch schon fast leer, deswegen muss der verkehrt rum hier drin sein. Es gibt mir immer wieder ein frisches Gefühl. Zwischendurch, selbst wenn ich morgens duschen war, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, oh, irgendwie, ich brauche einfach einen Geruch, weil ich bin, habe kein Parfüm mit oder so, aber Nivea hat mir mal ein ganz gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich eine Tagespflege dabei gehabt, die nehme ich eigentlich immer, ist die von Weleda, die Granatapfelpflege. Und das war es an Cremchen. Und dann hier unten ist auch noch so ein Fass, das ist wirklich ganz praktisch, weil das hier habe ich dann meistens irgendwo dran gehangen, weil irgendwas zum Anhängen gab es eigentlich immer. Und so hat man nie das Problem, dass es irgendwie im Wasser stand, weil es oftmals so ist, dass die Dusche quasi den ganzen Raum einnimmt und du den mit dem Raum duscht. Und somit ist das nicht immer, hat es nicht immer in dem Wasser gestanden. Und da unten drinne war dann natürlich meine Bürste. Die habe ich mit der Frieda geteilt, also ich würde jetzt keine extra Bürste für sie mitnehmen. Dann natürlich für die Mädchenprobleme Tampons. Dann habe ich so kleine Gummis dabei gehabt für irgendwelche Flechtfrisuren, wenn ich sie gemacht hatte. Und dann hatte ich hier drinne auch die Kohletabletten, die ich nie gebraucht habe. Und mein Haarband, meine Zahnbürste und das war's. Mehr habe ich nicht. Naja, und hier noch ein paar Gummis, Haargummis, die hier so rumliegen. Achso, und mein kleiner Mini-Rasierer, den kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr eine Frau seid. Ich habe den hier von Venus und der ist wirklich klein und handlich und passt überall rein.
Genau, so das war meine Waschtasche quasi. Und parallel zu der Waschtasche, also die habe ich immer in meinem Rucksack mit dabei. Und dann habe ich noch eine andere Tasche, wo dann auch noch Krempel drin ist. Das hatte dann aber immer der Markus bei sich dabei, weil ich kann ja auch nicht alles in meinen Rucksack machen. Also ich packe das jetzt hier nur mal provisorisch, ja? Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite. Dann hatte ich immer noch diese Tasche hier dabei. Die habe ich mal bei TK Maxx, glaube ich, gekauft. Da waren immer die Waschsachen da drin. Jetzt gerade habe ich mir gekauft Wattepads mit einem Gesichtsreiniger, weil meine Abschminktücher dann irgendwann alle waren, weil ich ja dann auch ab und zu mal Wimperndusche benutzt habe. Und meine Abschminktücher waren alle und die Abschminktücher, die hier waren, weiß ich nicht, ob ich die unbedingt benutzen wollte, weil überall halt irgendein weiten Toner mit drin war. Und das war Garnier, das Cleansing Water, das kenne ich aus Deutschland. Deswegen habe ich das jetzt einfach gekauft und das funktioniert ganz gut. Ansonsten natürlich ganz, ganz wichtig ist hier in den Tropen Mückenspray. Wir hatten uns vorab Antibrummen besorgt. Das ist sehr, sehr teuer. Das hat 16 Euro gekostet, eine Flasche. Wir hatten zwei Flaschen dabei. Genauso wie Sonnencreme einfach auch mega viel Platz eingenommen hat. Und genau, jetzt haben wir das hier. Also das ist wirklich fast alle. Aber ich bin ehrlich, wir haben hier eigentlich vor Ort überwiegend das hier benutzt. Das findet ihr im 7-Eleven und das benutzt hier eigentlich jeder. Und im Vergleich zu dem hier, hier ist wahrscheinlich 100% D drin, keine Ahnung. Nee, es ist wirklich nicht so heftig. Aber im Vergleich zu dem hier riecht das einfach mal tausendmal besser. Weil das hier ist wirklich, da kannst du den Raum danach nicht mehr betreten. Das ist wirklich nicht schön und das hier geht wirklich klar. Das gibt es auch noch als Creme und noch mit einem anderen Duft, glaube ich. Ansonsten stellvertretend Sonnencreme natürlich. Ich hatte meines Erachtens nach genügend bei. Aber zur Not würde ich euch auch wirklich vorschlagen, kauft hier vor. Also es ist klar, es ist teurer als in Deutschland, aber es ist jetzt auch nicht die Welt. Ihr müsst halt gucken, um welchem Verhältnis es steht. Also mich hat es zum Beispiel total angestrengt, immer diesen fetten Beutel dabei zu haben mit dreimal Mückenspray, dieses große hier, dann 5, 6, 7 Mal Sonnencreme. Also klar muss man halt wissen, was man will. Und hier gibt es natürlich auch nicht alles, aber Nivea und sowas gibt es natürlich. Aber wenn man jetzt irgendwas Spezielles für die Kinderhaut braucht oder irgendwas Neurodermitis-mäßiges, dann sollte man das natürlich schon von Deutschland mitbringen. Gar keine Frage. Ansonsten, was sich noch als sehr gut bewährt hat, war, ich habe das hier von meiner Friseurin empfohlen bekommen. Und zwar gab es dazu auch noch ein Shampoo. Das Shampoo war relativ schnell alle, weil es genau die gleiche Reisegröße war. Und das hier ist eine Pflege gewesen, die im Haar drinnen bleibt, die so ein bisschen Geschmeidigkeit macht. Und das hier war so ein Shimmer-Spray, was ich auch gerne mal benutzt habe, gerade wenn die Haare sehr trocken waren und so. Und auch für Frieda, für ihre Locken war das immer ganz gut. Und da ist tatsächlich auch noch was drin. Was ich auch sehr, sehr praktisch fand, war mein kleines Advi. Da war so ein bisschen Nähzeug drin. Das haben wir tatsächlich auch benutzt. Mal so kleine Sachen zum Nähen, ansonsten Pinzette, Nagelknipser, Nagelfeile und sowas. Auch immer vom Vorteil, weil ich habe das Gefühl, die Nägel wachsen hier wie wild. Und was eigentlich aber in die Apotheke gehört, ist hier so ein Mückenzeug, wenn man einen Mückenstich hatte, dass wir das drauf machen konnten. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier bei mir drin ist. Aber ja, so. Das war es dann erstmal mit diesem Waschzeug. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Ich habe euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, bei den Vorbereitungen, dass wir uns die Bambus-Kohlefaser-Handtücher besorgt haben. Und wir hatten zweimal L und einmal M. Ich glaube, zweimal L hätte gereicht. Die M-Größe war jetzt so... Allgemein hätten zwei Handtücher gereicht, weil oftmals benutzt man die aus dem Hotel oder aus dem Hostel, je nachdem, wo man gerade ist. Und wenn man am Strand ist, reichen eigentlich zwei Handtücher, weil man trocknet sich eigentlich nie ab. Wirklich, die sind wirklich nur zum Hinlegen eigentlich. Und wie einige ja wissen, habe ich das Handtuch als Trage ganz oft missbraucht, weil die Fieder ist viel und ab und zu brauchte sie dann schon mal ein Nickerchen oder konnte nicht mehr laufen. Oder bei der Dschungelwanderung hat der Markus die hinten getragen oder wo die auf den Tiger Cave gegangen sind, hat der Markus die getragen. Also das war ganz praktisch. Und zwar ist das die hier. Das ist die Fidella
eine Fidela on Buhimu, sprich, die hat keinen Bauchgürtel. Im Alltag jetzt hat sie sich eigentlich ganz gut gemacht. Mein Rücken ist ein bisschen stärker geworden auf jeden Fall, aber für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ohne Bauchgurt, also ohne Beckengurt zu tragen, ist es schon eine Umstellung. Und was mich hier nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass die Kopfstütze hinten zu kurz war für Frieda. Also der Kopf ist immer so nach hinten geknickt oder ich musste irgendwie so laufen, was nicht ganz so praktisch ist. Ansonsten kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt euch ruhig eine Trage mit, weil gerade für den Mittagsschlaf, wenn Frieda mal einen Nap brauchte, dann war das ganz praktisch. Aber das Handtuch hat es auch getan. Ansonsten kann man sich auch immer irgendwo hinsetzen und eigentlich wird einem immer geholfen, irgendwie so ein Bettchen herzurichten und irgendwo am Strand und irgendeiner Bar kann man sich eigentlich immer hinlegen. Ja, was noch? Ich habe mir hier, haben wir uns ein kleines Spiel gekauft. Das ist so ein 4-in-1, 4 Gewinn, Dame, Schach und noch irgendwas. Weil irgendwann war einfach auch so, dass wir gesagt haben, oh, ich brauche auch mal ein bisschen Zeit mit Markus und mir. Und dann haben wir einfach so ein bisschen, quasi ein bisschen Dame gespielt. Das war dann abends auch mal ganz nett, auch mal wieder so sein Gehirn zu benutzen. Dann haben wir der Frieda gekauft, ein Schnorchelset. Da haben wir auf Qualität geachtet. Das war relativ teuer. Ich glaube, es hat 25 Euro gekostet. Aber waren wir auch in einem richtigen Tauchshop und haben alles anprobiert und bla 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 bla. Und wichtig ist auch, Leute, wenn ihr mit Kindern reist, der Schnorchel ist ganz wichtig, dass der nicht zu lang ist, weil die Kinder können gar nicht so viel ein- und ausatmen. So viel dazu. Was sich auch bewährt hat, was ihr aber hier vor Ort auf jeden Fall kaufen könnt, also hier in Chiang Mai jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall auf den ganzen Inseln sind diese Bags, die ihr auch mit ins Wasser nehmen könnt. Die sind dann wasserdicht, dann könnt ihr euer Hab und Gut reinmachen. Und ich empfand diese Größe als sehr, sehr praktisch. Also viel kleiner sollten sie nicht sein, viel größer dann auch nicht, weil dann wird nur noch reingemüllt. Ansonsten habe ich immer meinen Hut dabei gehabt, weil ich sehr, sehr empfindlich bin, was die Sonne angeht und dann immer so die Augen ganz so zukneife. War sehr praktisch, konnte die Frieda auch ab und zu tragen, wenn wir ihn vergessen haben. Und was ich immer dabei hatte, was ich mir in Koh Lanta gekauft habe, könnt ihr natürlich auch von zu Hause mitbringen, war tatsächlich so ein Jutebeutel, weil mein Ferienrucksack, mein Daypack, habe ich eigentlich nie benutzt, weil ich wollte nie so einen fetten Rucksack mitschleppen und irgendwie so ein Beutelchen, der sieht auch echt schon ein bisschen abgeranzt aus jetzt, so ein Beutelchen konnte man ganz gut mitnehmen und da gab es dann immer eine Flasche zu trinken war da drin oder eben die Trage oder Sonnencreme, Mückenspray, sowas, was man halt immer tagsüber dabei hat, wenn man unterwegs war. So. Ansonsten, was ich noch als sehr, sehr praktisch empfunden habe, war unsere Box. Da haben wir öfters mal Musik gehört oder ein Hörspiel angemacht abends. Es war sehr praktisch. Und was ich nicht mehr missen möchte, sind meine Kopfhörer. Das sind jetzt die billigsten vom billigsten. Ich glaube, die haben irgendwie 8 Euro beim Mediamarkt damals gekostet, als ich, glaube ich, nach Köln gefahren bin. Da habe ich meine vergessen, habe ich die gekauft. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wenn ihr irgendwas vergessen habt, schaut unten in die Infobox. Vielleicht habe ich es da nochmal verlinkt. Ich habe keine Ahnung. Achso, was ich hier noch bei hatte, siehst du, das habe ich hier vorne immer drin, das ist noch so ein Tuch, braucht man aber theoretisch nicht, man kann auch einfach das Handtuch sich in den Rucksack packen und wenn einem wirklich kalt ist oder beim Rollerfahren, wenn die Sonne zu doll knallt, dann macht man sich halt eben das Handtuch um, so. Also man kann so viele Sachen eigentlich doppelt benutzen oder anderweitig verwenden, dass man nicht für alles und jeden irgendwie was braucht. Ansonsten waren das so die Must-Haves, die ich so immer dabei hatte in meinem Rucksack, auch sehr, sehr minimalistisch in meinen Augen, wenn ich überlege, wie voll mein Kleiderschrank zu Hause immer ist. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Es tut mir leid, dass im Moment so wenig Videos kommen, aber ich habe Urlaub. Tut mir leid. Nee, ich freue mich schon, wenn ich zu Hause bin, die ganzen Videos schneiden kann, die wir hier so produziert haben. Also wirklich ganz, ganz tolles Material dabei gewesen. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, der kann es gerne tun, weil da lade ich natürlich regelmäßig Videos und Bilder hoch und bin bei Insta-Story aktiv und nehme euch so ein bisschen mit durch unseren Alltag. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn das Video euch gefallen hat. Und wenn ihr mich natürlich abonniert, natürlich. Und ansonsten habe ich euch hier unten nochmal, hier irgendwo und oben in dem i, nochmal ein paar Videos verlinkt, wenn ihr total viel Langeweile haben sollt. Ansonsten vergesst nicht, mich zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.